Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Seva und heute öffnen wir hier die Schön für mich Box vom Monat Juli. Wenn ihr wissen wollt, was da drin ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ja, meine Lieben, also die Schön für mich Box, wer sie noch nicht kennt, ist eine Box, die man bei Rossmann gewinnen kann. Ich glaube, jeden ersten Dienstag und Mittwoch im Monat kann man da mitmachen. Wenn man Glück hat, kann man sie gewinnen. Dann kann man, kriegt man eine E-Mail mit einem Code. Dann kann man sich die Box für 5 Euro bestellen. Ne? So, aber ich habe leider, letztes Mal hatte ich sie ja gewonnen. Diesmal leider nicht, ist ja auch nicht schlimm. Ich habe sie mir jetzt halt so bei jemandem gekauft, der sie halt verkauft hat. Und ja, habe mir gedacht, wollt bestimmt sehen, was da so drin ist. Ja, machen wir die Box einfach mal auf. Also so sieht das Ganze immer aus. Diesmal schön gelb, ne? Schön für den Sommer. Da sind immer tolle Sachen drin. Also ich finde die Box immer toll, die lohnt sich immer. So sieht das Ganze einmal verpackt aus. Die kann man ja auch schön verschenken, ne? So ist es ja auch nicht. Also man muss ja nicht alles immer behalten. Und ja, das mache ich auch nicht, aber von daher, manche Sachen schon, manche Sachen wandern weiter und dann ist es einfach so. Wir haben hier einmal eine schöne Karte dabei. Sommer, wenn die Decke nur dazu da ist, dass die Beine nicht aneinander kleben. Ja, wer kennt das? So ist das immer, ne? Ja. Oh Gott, bleib stehen. Bleibt nicht stehen. So, der erste Blick in die Box. Man sieht noch nicht viel. Wir haben einmal von der Rossmann-Marke von Alouette. Guten Appetit. Einmal tolle Servietten. Die kann man jetzt natürlich sehr gut gebrauchen. Gerade wenn man jetzt im Sommer viel grillt. Aber die kann man auch so gebrauchen. So ist natürlich jetzt nicht. Ne? Also kann man immer gebrauchen. Finde ich schön. Kann man benutzen. Dann haben wir hier von Alterra Naturkosmetik Soft Matte Lipstick. Das ist diese Naturkosmetik-Marke von Rossmann. Finde ich sehr, sehr schön, die Farbe. Also das gefällt mir. Ja, sieht sehr schön aus. Der riecht auch gut. Also sowas benutze ich sehr gerne. Gerade für morgens, wenn man sich jetzt nicht großartig schminken will. Manchmal im Sommer habe ich auch gerade Kajalwimperntusch und dann noch so ein Lippi drauf. Und deswegen finde ich das ganz cool. Ah, den kann man sogar raus und rein drehen. Das ist ja mal schön. Ja, das ist sehr gut. Ja, finde ich gut. Die Farbe heißt 02 Vintage Pink. Moment. Jetzt. So, jetzt geht's weiter. Sorry, ich bin gerade unterbrochen worden. Ja, wir waren gerade nochmal bei dem Alterra Lipstick hier. Soft Matte. Der hat echt eine sehr schöne Farbe. Also ich finde den richtig toll. Wie gesagt, gerade wenn man sich nur leicht schminken will, dann einfach so ein Lippi drüber und fertig. Ne? Dann braucht man gar nicht mehr. Und ich finde die toll. Ich benutze die auch. Ich habe da ganz viel, also nicht ganz viele, aber mehrere davon. Auch von anderen Marken und finde die toll. Dann haben wir hier von Ena Bio Cashew Mango Kokos Mix. Das ist auch sehr schön. Ja, ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so meins. Muss ich mal gucken. Ich mag auch nicht unbedingt so Trockenfrüchte. Sind aber vegan. Also das heißt, die kann ich auf jeden Fall weitergeben. Ja, da wird sich jemand drüber freuen, auf jeden Fall. Das finde ich trotzdem sehr, sehr schön. Ne? Warum macht das ja immer Disco wieder? Ja, dann haben wir hier was von Domol. Oh, das riecht ja auch so gut. Und zwar eine Duftkerze, mein Wohlfühlduft Spring Blossom. Da gab es doch auch schon mal diese Spring Blossom Reihe. Ich meine, da hatte ich mir mal was gekauft von Rossmann. Da gab es doch diese Handmasken und so. Und auch andere Masken. Und da gab es auch diese Kerzen. Aber ich habe mir noch nicht keine Kerze mitgenommen, weil ich eigentlich keine Kerzen anzünde. Aber ich habe die trotzdem hier stehen. Hier habe ich auch so ein paar Duftkerzen stehen, weil die einfach dann den Raum schön beduften. Ne? Oh, das riecht einfach sehr schön. So sieht die aus. Da freue ich mich sehr drüber. Wie gesagt, sowas kann man ja auch mal verschenken. Aber die bleibt, glaube ich, bei mir. Die kann man auch oben ins Bad stellen. Dann duftet einfach der Raum danach. Ich finde das einfach so schön. Also mir gefällt sowas immer sehr. Was wir jetzt hier auch drin haben, kann man richtig gut gebrauchen. Von San Ozon, das ist ja die Eigenmarke auch von Rossmann. Ein Sonnenspray mit Lichtschutzfaktor 30. Gut, ist jetzt zwar nur Lichtschutzfaktor 30, aber ich benutze das manchmal trotzdem. Gerade, ich meine, ich packe mich jetzt nicht in die knallende Sonne. Ne? Dann nehme ich schon 50. Aber wenn ich jetzt irgendwie
Ja, mal hier raus in den Garten gehe, da ist jetzt nicht so arg immer die Sonne, dann kann man da, dann reicht auch 30. Und ich finde gerade jetzt, die sind nämlich richtig teuer. Also was heißt richtig teuer, aber die sind halt auch teurer geworden, ne? Muss ich sagen, finde ich schön, dass die oft sowas hier reinpacken. Gut, Lichtschutzfaktor 50 hat man selten in Boxen, entweder 15 oder 30. Finde ich gut, dass sie da jetzt 30 wenigstens reingepackt haben. Dann hat man da wenigstens noch, ja, wenigstens ein bisschen besseren Schutz, ne? Dann haben wir ja was drin von Bettina Bati Vanilla Summer Eau de Toilette 50 ml. Das hört sich ja auch mal schön an. Ich kenne von dieser Reihe immer diese Body Lotions. Und ich hatte davon, glaube ich, auch mal einen Deo-Roller, aber ich glaube, den habe ich weitergegeben. Das war weitergewandert, weil ich den nicht benutzt habe. Aber das sieht so aus. Oh, ich liebe ja diesen Vanilleduft. Den gibt es schon so lang. Muss das jetzt mal sprühen? Oh ja. Oh. Ich glaube, das ist gerade. Warte mal. Ich muss das so anders drauf sprühen, vielleicht auf so ein Papier. So. Okay. Oh. Es riecht aber strong. Oh, ich glaube, das ist mir zu arg. Es riecht nicht schlecht, aber es ist mir, glaube ich, zu arg. Also das. Oh. Das ist wirklich strong. Ja, also das ist, glaube ich, nicht so mein Duft, obwohl ich diesen Vanille, ich habe jetzt gedacht, das riecht wie das, wie die Body Lotion von dieser Reihe, ne? Also das ist mir, glaube ich, zu arg. Kann man aber theoretisch auch fürs Bad benutzen. Als Raumspray oder so habe ich das auch schon gemacht. Also von daher, das könnte man sich noch überlegen. Ja, dann haben wir hier was drin, was ganz toll ist von Nivea. Limited Edition Duschgel Joy of Life. Finde ich richtig gut. Für ein spürbar erfrischtes Hautgefühl. Mit Rosen- und Jasminblüte. Jetzt hängt mir da mein Haar im Ohr. Super. Mit Rosen- und Jasminblütenduft. Also sehr schön. Finde ich richtig gut. Ich muss jetzt mal dran riechen. Oh ja. Ich habe jetzt hier aber noch den Vanilleduft. Ja, riecht sehr gut, werde ich auf jeden Fall benutzen. Ich mag Nivea Duschgele sehr gerne. Ich mag auch die Shampoos davon. Also ich finde es toll. Freue mich, wenn ich sowas in Boxen habe. Und wenn ihr halt mal so sagt, okay, das ist vielleicht nicht ganz meine Duftrichtung zum Duschen, dann kann man sowas auch mal in Seifenspender reinmachen, um Hände zu waschen. Geht ja auch, ne? Also finde ich auch sehr schön, da freue ich mich. Das kann man immer gebrauchen, finde ich toll. Dann habe ich hier was von Sebamed, eine Feuchtigkeitspflege mit Kamillextrakt für empfindliche Haut, zieht schnell ein, fördert die natürliche Feuchtigkeit der Haut, auch sehr gut. Das können natürlich viele benutzen, auch ich, wo jetzt eigentlich keine Probleme hat. Oh, voll in die Nase gespritzt, super. Ja, aber es riecht, wie Sebamed halt riecht, ne, so dieser Sebamed-Duft. Ich creme mich mal ein. Ja, aber riecht sehr gut, muss ich sagen. Finde ich gut. Ist okay, kann man benutzen. Ja, für empfindliche Haut gedacht. Weil sowas benutzen ja auch einige. Manche haben ja echt Hautprobleme. Und das kann man ja aber auch benutzen, wenn man keine Hautprobleme hat, ne? Also finde ich gut. Tolles, tolles Produkt. Dann haben wir hier noch was von Isana. Jetzt habe ich immer noch Creme in der Nase. Mit Hyaluron Aloe Vera. Ein Wasserspray. Das ist auch nicht schlecht. Gerade jetzt, wenn's so heiß ist, ne? Sprüh mal. Oh, das riecht aber gut. Oh, für Gesicht und Körper. Ja, muss noch mal kurz gucken. Ja, das riecht sehr gut. Das riecht sehr frisch, aber auch so die leicht. Vielleicht, ich habe jetzt hier auch noch diesen Parfümduft irgendwie. Weiß nicht, ich muss mal gucken. Ich muss nochmal sprühen. Sprüh mal. Seht, das ist so ein feiner Nebel. Ja, trotzdem. Riecht sehr frisch, riecht ein bisschen cremig und auch ein bisschen nach Aloe Vera. Also es riecht wirklich gut, kann man echt empfehlen. Das kann man jetzt gut gebrauchen, um sich zwischendurch einfach mal so ein bisschen zu erfrischen, ja. Und finde ich gut. Ja, das gefällt mir. Dann haben wir noch ein letztes Produkt und zwar von Alterra. Oh, ein Nagellack, auch vegan mit Bio-Arganöl. Eine sehr schöne Farbe. Ja, die gefällt mir sehr gut. Die Farbe steht ja was drauf, wie die Farbe heißt. Nö, steht nicht drauf. Ja, finde ich trotzdem sehr schön, weil es so ein bisschen ja mit Glitzern, so ein bisschen wie so Perlmuttfarben, ne? Ich finde es echt schön. Also
Ja, finde ich toll. Ist eine sehr neutrale Farbe, kann jeder tragen. Ich lackiere mir eigentlich selten die Fingernägel, da ich es bei der Arbeit nicht haben darf. Und dann privat habe ich es auch sehr selten. Wenn dann eher die Füße. Aber wenn man sich mal auf die Schnelle, sage ich mal, einfach mal, wenn man mal am Wochenende weg ist und man möchte sich mal die Fingernägel lackieren, dann geht es ja auch schnell. Und da ist es auch eine sehr schöne Farbe. Passt zu allem, ist neutral und ich finde es echt schön. Also den, der gefällt mir, der wird wahrscheinlich auch bei mir bleiben. Ich muss unbedingt mal meine Nagellacke sortieren, Leute. Ich habe so viel Nagellack. Ich weiß schon als gar nicht, was für Farben ich noch habe. Ja, so, meine Lieben, das war die Box, die ist leer. Was sagt ihr dazu? Also, ich bin richtig begeistert. Ich finde es so schade, dass man diese Box nicht abonnieren kann. Wirklich. Ich finde es so schade. Aber die ist so toll. Also, ich finde die klasse. Das ist wie bei der My Little Box. Ich brauche die. Ich kann nicht ohne mehr. Geht nicht. Ja, auf jeden Fall finde ich die Box wirklich sehr, sehr schön. Also mir gefällt auch hier der Sonnenschutz, dass er auch noch ein Spray ist, finde ich toll. Ich benutze halt oft lieber Sprays wie die Creme an sich. Dann einmal die Servietten, die kann man auch sehr gut gebrauchen, ne? Dann auch diese tolle Farbe da von Alterra, klasse. Dann auch dieser schöne Nagellack. Also das Parfüm, muss ich sagen, es riecht sehr stark, aber wenn es ein bisschen verflogen ist, so wie jetzt, ist es immer noch. Also mir ist es zu stark. Ich kann das nicht haben, da kriege ich auf jeden Fall Kopfweh. Es riecht nach Vanille und es riecht nach dieser Bodylotion, wo es davon gibt. Aber ich glaube, mir ist es zu stark. Also es erinnert mich so ein bisschen an das Chill Thunder Sun, auch die Verpackung. Aber ja, es kommt so, ist nicht so wie Chill Thunder Sun, aber es geht so in die Richtung, damit ihr mal wisst, was ich mit dem Duft meine. Ich kann das immer so schlecht beschreiben. Zeige es euch hier nochmal. Ja, also wie gesagt, es kommt in die Richtung Chill Thunder Sun. So, genau. Dann einmal noch von Sebamed hier die Bodylotion. Dann haben wir hier noch von Nivea das Duschgel. Dann einmal das tolle Wasserspray. Dann auch die schöne Kerze, ne? Und dann hier noch was zum Knabbern. Also ich bin begeistert und ich finde sie toll. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr die Box findet, was ihr zu der Box sagt. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert sehr gerne einmal kostenlos meinen Kanal, würde mich ganz arg freuen. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Link ist in der Infobox verlinkt. Da zeige ich euch nämlich auch immer solche Sachen oder Angebote, wenn ich irgendwo was sehe, was mitbekomme. Dann, oder ab wann dieses Gewinnspiel losgeht, wenn ich das mitbekomme, dann poste ich das immer. Dann seid ihr da auf jeden Fall auch oft auf dem Laufenden. Ne? Und ja, wie gesagt, sagt mir gerne Bescheid. Und dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüssi.